Herzlich willkommen, lieber Wassermann hier auf Kleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und wir schauen mal, was die Energien für die kommende Woche für dich bringen wollen. Die Energie des Monats ist sehr gut. Die Energie der Woche ist anstrengend. Ja? Es ist eine Warte. Es ist eine Wartezeit irgendwie. Ja, es ist anstrengend, es ist Erholungsphase, es ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein Durchhaltemodus. Ja, dass ich als Energie für die Woche wahrgenommen habe, war das Stehen vor dem Fenster beim Dauerregen und das Warten auf die Sonne. Ja, was auch immer die Sonne für dich ist. Und aus diesem Grund werde ich mich jetzt mit deiner Energie verbinden und schauen, was die Woche für dich parat hat. Okay? So, dann melde ich mich, sobald ich die Energie aufgeschnappt habe. So, lieber Wassermann, eigentlich genau das, was ich erzählt habe schon, habe ich für dich jetzt auch gerade wieder wahrgenommen. Und zwar, ich habe eine fertig vorbereitete Perücke gesehen. Frauenperücke mit langen blonden, nicht, Entschuldigung, nicht blond, sondern roten Haaren. Falls du mein Video gesehen hast, als ich mich gezeigt habe bei offenen Fragenstellungen, da habe ich so eine ähnliche Farbe gehabt. Das ist so etwas Rötliches, etwas, aber sehr intensiv, sehr schön frisiert, waren lange rötliche Haare, die wunderschön frisiert waren. Und sie haben gewartet, bis sie jetzt in dem nächsten Schritt quasi angezogen werden. Und als ich dich dann gesehen habe, ich habe dich als Frau gesehen, die ein wunderschönes Kleid hatte und letztendlich der letzte Schritt fehlte. Du warst komplett vorbereitet, es ging nur darum, diese Perücke anzuziehen und irgendwo hinzugehen. Das hätte auch ein Brautkleid sein können, das war irgendwas wirklich sehr, sehr Schönes. So, jetzt ist die Frage, wieso Perücke? Warum tragen wir Perücken? Was ist der Grund für Perücken? Wir tragen Perücken aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil wir etwas darstellen wollen, was wir nicht sind, oder weil wir etwas verstecken wollen, was wir nicht zeigen wollen. Ja? Weil wir uns schämen, weil wir daran nicht erinnert werden wollen, ja, nach einer Krebserkrankung und so weiter. Ne? Man möchte nicht stigmatisiert werden und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe für Perücken. Fakt ist, die Energie war total passend zu der aktuellen. Du wartest auf den Moment, wo du diese Perücke anziehen kannst und dich der Welt zeigen kannst. Ja? Jetzt schauen wir mal, ob wir so ein bisschen den Grund für diese Perücken tragen. Ja, hier rausbekommen können, lieber Wassermann. Ja? So, was ist denn die herausfordernde Energie für den Wassermann? Hier geht gleich die Welt unter, merke ich schon wieder draußen. Das ist die Königin der Schwerter hier. Die hat auch etwas Komisches auf den Kopf, siehst du das? Ich habe das Gefühl, dass du damit zeigen möchtest, dass du dich verändert hast, dass du transformiert bist, ja? Ich habe hier eine Dame, also sie liest hier sehr viele Bücher. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das hier Bücher sind, die Belletristik darstellen, sondern eher, das ist eine Königin der Schwerter, ja, das heißt, das ist eine, die vielleicht, also ich bin jetzt keine Königin der Schwerter, ja, aber ich lese nur Sachbücher, ist nun mal so, alles andere interessiert mich, gucke ich mir als Film an, ja, in der Serie. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine, die nur Sachbücher liest und mit diesem etwas hier möchte man einen anderen Anteil von sich zeigen, das etwas Kreatives darstellt, ja. Etwas, was eigentlich zu dem Rest nicht passend ist. Okay? Und das, um ihn etwas zu, weiß ich nicht, zeigen, beweisen, was auch immer. Ja?
Auf der anderen Seite, er hat solche Haare ungefähr, ja, wie ich da gesehen habe. Also er hat auch lange, lockige Haare. Ja, und da ist das falsch. Der hat auch lange Haare. Das ist jetzt tricky. Und du hast hier keine lange Haare. Möglicherweise hast du sie, aber hast du sie zusammengebunden? Ich habe das Gefühl, dass du dich hier anpassen möchtest. Das ist jetzt interessant. Okay, wir schauen weiter. Vielleicht kommt noch mehr Informationen bei den Klärungskarten. Schauen wir mal. Okay, was ist denn die Energie, die dich unterstützt? Yang. Ja, du willst irgendwas unternehmen. Da hast du auch gewartet auf den richtigen Moment. Da bist du ja auch wieder. Lange Haare, lockige Haare. Du bist hier vollkommen anders. Ja? Hier auch wieder lange Haare. Danke. Rad des Schicksals hat sich gedreht, ja. Also, da ist eine Veränderung im Gange. Also, da scheinst du als Mädchen auch lange Haare gehabt zu haben. Bist du auf den Ursprung zurück? Und auch diese Transformation, das ist das Rad des Schicksals, ja. Irgendwie zwischen, als ob du hier trauern würdest über deine Veränderung, die du gemacht hast, wo du deinen Ursprung verloren hast oder den Bezug zu deinem Ursprung verloren hast. Und das ist letztendlich das, ne? Also diese Page trägt diese Münze vor und der König der Münzen trägt hier auch die Münze vor. Also ich habe jetzt so im Gefühl so eine Situation wie man trifft jemanden aus der Jugendzeit oder aus der frühen, ja, weiß ich nicht, ja, wo man mit jemandem vielleicht auch zusammen war mit 20, 22 irgendwie, ja. Und da kommt jemand und sagt, da hast du dich aber verändert, ja? Weiß ich nicht, wo ist dein Feuer? Oder ich meine, du bist ja eigentlich in deinem Element, ja? Du bist Königin der Schwerter. Das ist dein Luftelement. Aber da war noch mehr. Und er weist dich hier auf irgendwas hin. Oder hat dich hingewiesen, ja? Dass du irgendwie deine Leichtigkeit verloren hast. Deine Hingebung. Also ich meine, das ist wirklich eine Karte, die für mich so schlecht gemalt ist. Ja? Ich kann mit der Karte tatsächlich nicht viel anfangen. Ja? Die Kinder sind so wenig aussagekräftig für mich. Aber gut, egal. Kriegen wir schon hin. So, und was solltest du tun, bitte? Ja, irgendwelche Einschränkungen, die über das Leben hinaus, das ist normal, wir verändern uns, unsere Erfahrungen machen aus uns etwas, ja. Und hier geht es darum, dass hier eben irgend, ja, wieder das Rad des Schicksals, dass du das Schicksal wieder drehst, ja. Und vielleicht sogar zurück, weil du schaust hier wieder zurück, ja. Mein Gott, wie war ich denn früher, ne? Der hat das Feuer, was hier fehlt. Ja, und nochmal diese Trauer darüber, dass hier irgendwas, ja, dass das Leben so mitgespielt hat, dass du dich so stark verändert hast, ja. Okay, fünf Karten für den Wassermann, bitte.
egal ob weiblich oder männlich, wobei ich dich hier stark weiblich wahrnehme. Ja, da bist du ja wieder. Ja, und die, bei der 3 der Münzen weist der Typ wieder auf diese eine Münze hin. Ja, als ob sie irgendwo verloren wurde oder als ob man dich an dieses Thema irgendwie noch sehr stark erinnern möchte. Und du bist hier sehr kalt und blockiert und sagst, nein, das ist mir zu anstrengend irgendwie. Aber es bringt dich zum Nachdenken, zum sich diesen, also du bist blockiert, weil es wehgetan hat, ja. So eine Perücke kann natürlich auch auf schmerzhafte Erfahrungen hinweisen, ja. Also das kann schon ein Riesenthema sein. Könnte tatsächlich das gleiche Gesicht sein. Also du warst schon immer Königin der Schwerter und das ist nicht das Thema, ja, dass du jetzt zu kalt oder zu entschlossen oder was auch immer bist, ja. Aber hier warst du farbenfroher als hier. Hier ist irgendwie alles gleich und du hast Traurigkeit in den Augen, ja. Und das ist die Traurigkeit, die irgendwie hier noch mal aufploppt. Hier kommen Ängste und Verunsicherungen hoch. So, dann gehen wir jetzt in Klärung. Gar nicht so einfach, was hier liegt, meine Liebe. Ihr schaut bitte, was ihr damit anfangen könnt. Da war in der Vergangenheit scheinbar irgendeine Situation, die irgendwie eskaliert ist, die aber, wo du dich ein bisschen verschlossen hast in dir, ja, als Folge davon. Und deswegen ist dein Herz immer noch in, naja, es brennt immer noch beim Gedanken daran. Ja, und der Hierophant weist dich hier ganz klar darauf hin, wo ist dein Wohlbefinden, ja? Was ist geschehen in der Zwischenzeit, dass du sich so stark verändert hast, ja? Hier geht es tatsächlich um Erkenntnisse dafür, dass das Leben nun mal Höhen und Tiefen mit sich bringt. Ja? Ich habe hier die Sonne und den Mond, das ist Dunkelheit und Helligkeit, das ist Tag und Nacht, das ist Schwarz und Weiß, das ist Dualität. Ja? Das, was aber Folge bei dir hatte, das ist ja die Dunkelheit hier, ja, ist, dass du irgendwie in Verzweiflung die Dunkelheit verlassen hast. Und diese Glückseligkeit, dieses, dass es dir gut geht, ja, diese Leichtigkeit, nicht so wirklich an dich ranlässt, da bist du blockiert. Die Dunkelheit hat dich komplett verschlossen, aber auch das möchte zu Ende gehen. Aber da braucht es eine Entscheidung. Da ist schon wieder diese Münze. Das ist eine Situation, das ist eine Chance, das ist eine Wertigkeit, die dem hinzugewiesen wurde. Ja. Also wir erleben eine Dunkelheit dann, wenn wir etwas daraus lernen sollen. Ja. Also die schlimmen Erfahrungen, die wir machen, es wäre gut, auch wenn das für viele fast unmöglich scheint, ja, aber
wenn wir es schaffen, eine Distanz zu der bestimmten Situation zu gewinnen, dass wir daraus den Mehrwert erkennen. Ja? Also das ist zum Beispiel ich bin totaler Junkie, wenn es darum geht. Ja? Also für mich ist das Wichtigste, egal was passiert, ich versuche im Nachhinein den Mehrwert daraus zu erkennen. Ja? Weil ich weiß, das passiert mir jetzt nicht umsonst. Ja, du hast die Möglichkeit, diesen Ballast abzuwerfen. Ja? Dieses, was mit diesen drei der Schwerter hier in Verbindung steht. Und nochmal die Münze, auf die hier die ganze Zeit hingewiesen wird, ja. Dass du die einfach in dein Leben einnimmst und verankerst, dass sie einfach zu dir gehört, die Erfahrung gehört zu dir, die Chance gehört zu dir, was auch immer das hier ist. Nicht wegsperren und sich nicht selbst einsperren, sondern sagen, das gehört zum Leben. Denn dahinter ist die Sonne. Ja, das sind diese Erkenntnisse, die wir daraus nehmen sollen, dass etwas sinnvoll war, was geschah, weil daraus etwas Besseres, Neues entstehen kann. Okay? Liebe Wassermänner, ich werde mir mit diesen Karten gleich dein Gegenüber anschauen. Das ist scheinbar der, mit dem dazu gekommen ist, ja? Okay, ja, weiß ich noch nicht. Komische Energie. Okay. Mit diesen Karten werde ich mir eure Beziehung anschauen. Mit den Jacques Pezzano-Karten werde ich dann noch drei Karten zu deinem Gegenüber ziehen, damit ich weiß, wo der gerade so steckt und was für Themen ihn gerade auf der höheren Ebene begleiten. Ja? Und mit diesen Karten werde ich noch mal eine Zeitkarte ziehen, wenn ich das aufeinander zukommen sehe. Okay? Die Links zu der Fortsetzung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar. Falls wir uns nicht sehen, wünsche ich dir erkenntnisreiche Woche. Entschuldigung. Es ist keine einfache Woche. Das ist, glaube ich, für niemand. Ja. Aber wir sollten einen Mehrwert wieder daraus ziehen. Und ich sehe, dass gegen Ende bekommst du die Chance, sich von diesem Ballast zu befreien. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, worauf wir uns jetzt konzentrieren sollen. Ja, egal wie es ist, egal wie schwer der Weg ist, am Ende wird alles gut und daran sollten wir uns festhalten. Ich freue mich, wenn wir uns dann gleich auf Vimeo sehen und nochmal im Kommentar, ersten Kommentar wie in Beschreibung des Videos findest du den Link dazu. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Tschüssi!